So, willkommen zurück. Diesmal die erste mehr oder weniger Nachtfolge. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, komm, wir bleiben hier. Hier sind ja wenig Kreaturen auf unserem Baugerüst zum einen und zum anderen ist es hier noch relativ hell. Zum einen dank den Minecraft-Einstellungen, wo man ja jetzt auch auf Bright stellen kann, und zum anderen halt, weil es sich für uns kaum lohnt, jetzt zurückzugehen, weil wir hier gerade mitten in den Bauarbeiten sind zu dem Dach hier. Und es natürlich auch ein bisschen mühselig ist, da immer runterzuklettern, raufzuklettern. Wir sind jetzt hier mittendrin. Ich habe schon wieder keinen Stein mehr. So. Und das Dach gehen wir heute an. Ich glaube noch nicht fest daran, dass wir fertig werden. Aber wir bleiben jetzt hier einfach mal optimistisch. So. Dann baue ich jetzt hier mal einfach fröhlich weiter. Der Goran ist ja auch irgendwo auf dem Dach. Den habe ich jetzt eben schon gesehen. Muss mal gerade gucken. Theoretisch müssten wir hier vorne diesen Balken auch noch langführen lassen. Das mache ich jetzt einfach mal. Das heißt, die Treppe ist jetzt wieder für den Arsch hier, aber wir wollen es ja hier schön so fortsetzen, wie wir es am Anfang auch gemacht haben hier. Das heißt, hier müsste Stein hin, da müsste was hin, da müsste was hin. Hab ich auch eine Schaufel noch? Ja. Kaum benutzt. So. Und wie man jetzt da hochkommt, ist mir jetzt erstmal egal. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall kommt man jetzt hier nicht weiter hoch. Ah gut, der Goran hat jetzt hier Fackeln verteilt, sehe ich gerade, am Rand. Ich muss, glaube ich, noch eine Reihe höher gehen. Dann haben wir jetzt hier... Ja, er baut jetzt hier eine Treppe genau da lang, wo eigentlich das Dach lang führt. Das heißt, da können wir gleich auch wieder umbauen. Und zwar... ja, selber schuld. Und zwar geht ja hier das Dach lang. Jetzt komme ich gleich selbst nicht mehr rauf. Nein! Okay, doch. Und zwar müssen wir ja jetzt dieses Dach fortsetzen. Und hier ist gerade unsere Dirt-Treppe im Weg. Müssen wir halt ein bisschen korrigieren und tricksen, wo wir da jetzt auch mal langjumpen werden. Hoch. Und ich baue jetzt hier gerade immer so einen kleinen Bereich um diese Randsäulen. Damit wir hier dann in der Mitte jeweils... ja, so Treppenstufen bauen können. Hey, hast du irgendwie noch was, Goran, da an den Treppenstufen, oder müssen wir die noch uns craften? Ich habe jetzt keine Erinnerung, ob wir überhaupt welche haben. Wir bräuchten theoretisch Half-Steps und Treppen davon. Nee, ganz normale. Ich mach mal gerade so ein paar Säulen. Dungeon Brick. Wie die Wand. Und zwar, da wo jetzt hier über Lücken reinkommt, da sollen Half-Steps rein und Treppen, damit wir da schön Lichteinfall haben. Wie wir das hier oben noch machen, hier über diese Ankunftsgeschichte, müssen wir mal gucken, ob wir da innen drin noch irgendwie was basteln, aber so viel ist das dann auch nicht mehr. Ich gehe jetzt einen Stockwerk tiefer. Gerade mal, hier habe ich das umgemacht, da bin ich zwei vom Rand und hier sind dann einzelne vom Rand. Oh, hier habe ich gar nicht gesetzt. Dann mache ich das hier mal so. Ne, warte, ich mach's. Ich muss wieder hoch. So wieder nix. Da weg. Einsammeln, also zwei vom Rand. Ich gucke einfach immer, dass ich zwei vom Rand mache und dann gucke ich einfach, wie das dann von innen aussieht. Hier passt das ja gerade noch schön, weil sich das ja immer gerade verbreitert. Ist irgendein Creeper gerade am Zündeln. Das heißt, wir haben da eigentlich nie Probleme, dass da was komisch aussieht. Ja, wieder runtergefallen. Ich denke mal, diese ganzen Dreckleiter, die wir hier bauen an der Außenseite, müssen wir mal gucken, ob wir die zum Ende noch abnehmen oder
später dann noch irgendwas bauen. So, hier hat sich das wieder verbreitert. Habe ich natürlich genau hier was hingebaut. Als Treppe. Oder der Koran war es, ich weiß es nicht. Man wird so schnell alt und vergesslich. Oh, war das knapp. Mach mal nur eine breite Schlitze. Ich habe jetzt aber fast schon alles hier zweierbreit gemacht. Beziehungsweise nur am Rand ist es dann zweierbreit. Sonst ist es einer Breite. Das will ich auch gerne so fortsetzen. Also so jetzt und so. Und am Rand ist es dann halt... Ich kann auch die äußerste Seite einfach mal zutackern. Dann haben wir es halt so. Ja gut. Dann mache ich hier halt immer noch die Ränder zu. Dann haben wir wirklich nur einer Breite. Findet der Goran in diesem Fall besser, von mir aus. Bevor wir uns hier bekriegen, machen wir es einfach mal so. Das heißt, ich muss jetzt gleich nochmal nach oben steigen und die, die ich schon gesetzt habe, da die Balken muss ich auch nochmal erweitern. Hier ist aber gerade einer voll am Durchstöhnen. Auf dem Tempel ist kein Zombie, hoffe ich. Ich bin jetzt hier gerade voll konzentriert beim Blöcke bauen und gucke hier gar nicht so durch die Gegend. Mal ganz schön lange Nacht. Wir müssen jetzt gucken, wann wir hier schneiden, denn wir sind jetzt mitten in der Nacht angefangen. Das heißt, eigentlich müssten wir hier am Morgenaufgang schon aufhören. Ich lasse es jetzt aber noch ein bisschen gehen. Ich sag aber vorsichtshalber schon mal bis zur nächsten Folge, denn ich weiß nicht, wann ich den Schnitt setzen werde. Aber das wird schon irgendwie klappen. Ich baue jetzt hier noch die einer breiten Schlitze hier zu Ende und dann, ja, denke ich mal, sieht man sich bei der nächsten Folge. Da heißt es dann abschließende Dacharbeiten zum 8. Mal. Nee, keine Ahnung, wie viel das ist. Ich weiß nicht, ob es einem von euch schon aufgefallen ist von den Leuten, die unser Texture Pack nutzen. Die Sonne stellt auch diese Maske dar, die da so gähnend, seine Müdigkeit kundtut. So, ich mache jetzt hier noch das oberste Stockwerk. Und dann würde ich schon mal vorsichtshalber sagen, bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt mit dem Goran noch gar nicht so besprochen, aber... demnächst machen wir, denke ich mal, auch ganz normal wieder so einen Trailer. Dann aber, denke ich mal, mit einem Shader-Mod, den ich auch schon auf manchen Screenshots gezeigt habe. Kann auch sein, dass der Trailer mittlerweile rausgekommen ist, weil wir das ja meistens so versetzt mit anderen Folgen releasen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir eine komplette Reihe immer runterrendern und veröffentlichen, sondern immer ein bisschen warten. Aber dazu, denke ich mal, sage ich was in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Verarscht, natürlich geht es noch ein bisschen weiter, denn wir haben ja noch ein paar Minuten. Wir sind hier immer noch dabei, unseren Bahnhof zu bauen. Diesmal sind wir hier über mehrere Folgen schon beschäftigt, das Dach fertigzustellen. Ich habe letzte Mal noch angerissen, dass wir hier in Zukunft vielleicht wieder einen Trailer basteln. Aber erwähnt, dass der vielleicht schon mittlerweile released sein könnte, weil wir ja das hier an einem Stück aufnehmen und ab und zu da mal andere Sachen reinstreuen. Aber ich habe vor, demnächst wieder einen zu machen, oder ich habe wahrscheinlich schon einen gemacht. Auf jeden Fall aber dann mit einem Shader-Mod. Das ist jetzt für diese Let's Builds und so etwas, zu übertrieben, sag ich mal. Es sieht zwar geil aus, aber es lässt die Framerate doch ziemlich in die Knie zwingen. Und mit einem Aufnahmeprogramm ist es dann noch übler als... Jetzt bin ich hier irgendwie ganz blöd gefallen. Es ist halt noch übler als, als es so schon ist, sag ich mal. Oh, Erfahrungspunkte. Immer gut. Wer macht denn hier gerade so viel Radau? Hier unten geht's ab. Ich müsste mir mal kurz mein Schwert nehmen.
Da war es wohl noch nicht hell genug. Okay, der Zombie macht sich jetzt mit meinem Minecart davon, das ist auch nicht schlecht. Aber der kann wenigstens nicht flüchten. So, jetzt schiebe ich das einfach hier rein. Müsste das auch wieder zurückkommen. Weil ja hier vorne die Powered Rails sind. So, der Goran ist da oben irgendwo am Rumhampeln. Ich mache mal jetzt hier etwas mehr Licht noch. Ey, was ist hier los? Mach endlich mal hier diese Decke zu. Dann haben wir gar nicht das Problem. Ja, wir haben hier nebenan eine Höhle. Anscheinend. Die wohl doch ein paar Viecher beherbergt. Da sind wir wohl einmal gewesen und haben da ein paar Fackeln hingestellt. Hat wohl noch nicht gereicht. Oder wir haben hier unterhalb. Was ich schon fast vermute. Ich werde da einfach mal reingehen. Ganz mutig. Ich muss gerade mal gucken. Wie komme ich denn da rein? Ich glaube, das hat der Goran schon ausgefüllt. Mache ich das wieder zu. Dann sind die doch irgendwo unterhalb in der Höhle. Kümmern wir uns jetzt einfach gar nicht mal drum. Denn wir haben ja Wichtigeres zu tun. Der Bahnhof hier. Goran, es gibt eine Leiter. Ich muss jetzt aber gucken, wie ich hier überhaupt hochkomme. Und dann nutze ich... Ja, da war ich ja schon drin. Oder ich glaube, er hat sich durchgegraben. Ganz nach unten. Wir müssen jetzt hier irgendwie hochkommen. Dann nehme ich jetzt hier einfach mal so eine ganz bescheuerte Treppe. So, oben angekommen. Hm. Hier habe ich doch nichts gelegt. Was ist das denn? Kann das sein? So. Das heißt, ich muss hier vorne noch... Das ist Zweier. Nee, warte. Jetzt ist die Sache. Ich mach's von hier vorne. Da muss jetzt extra noch einer hin, weil der Goran einer Breite haben wollte. Und ab da kommen jetzt nur noch die hin. Ja doch, dann müsste das da vorne auch noch einzugehen. Hier vorne auch. Wieso habe ich die denn vergessen? Ist ja mal kurios. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoll ist, wenn wir später... Vielleicht nur so, also nicht mehr im Rahmen eines Let's Builds, weil das... Eines Let's Builds vielleicht doch zu aufwendig ist. Aber man kennt ja diese typischen Treppen, die da hochführen. Und man die hier von links und rechts an diese Tempel krallt. Und oben noch irgendwie was draufsetzt. Aber davon will ich jetzt gar nicht weiter sprechen, weil sonst dauert das Let's Build 20 Folgen. Und ja, irgendwann soll das ja auch hier fertig werden. Zumindest so, dass man es zeigen kann. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Diese Schlitze, sollen wir die noch irgendwie mit Treppen oder so... Er ist gefallen, ja. Sollen wir die noch irgendwie mit Treppen machen oder sollen die Schlitze so bleiben? Weil irgendwie finde ich das auch cool so. Muss mal gerade gucken, habe ich noch Holz? Immer diese Leute mit mir egal, ey. Treppen hat er. Ich hoffe, er hat auch Treppen. Denn ich mache jetzt hier nochmal so eine, ja, wie soll ich das nennen? So ein Gebälk. Und zwar wird hier vielleicht noch irgendein Leuchtmittel untergehängt. Und da passt ja so ein Teil hier eigentlich ganz gut. So, das muss quer durch den Raum gezogen werden. Und hier vorne müssen hier die Balken hin. Jetzt regnet es auch noch. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt hatte ich hier noch Eisen gesehen. Kralle ich mir auch direkt. Mache den wieder weg. Lass ihn runterfallen. Eisen. Ich hoffe, der Schauer dauert jetzt nicht zu lange. Bauen wir den wieder ab. Nämlich falsch, der muss hier hin. So. Jetzt könnte man mit genug Willenskraft und Stunts könnte man da nachher noch was runterbaumeln lassen. Da muss ich mal nachher gucken, wie ich da am besten drankomme. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier Fackeln verteilen. Damit wir
Zumindest von oben. Und hier kommt man jetzt auch lang angeblich. Wow. Damit man zumindest von oben... Er steht genau in meinem Weg. Weg da! Zack. Fackeln hat. Ah, hier kann man runter. Also das gleiche müsste ich ja jetzt theoretisch noch überall machen. Gucken, ob das auch was wird. Ich baue jetzt erstmal hier das Ding runter. Und sage erstmal Tschüss für diese Folge.